Willkommen bei Burgenland heute. Ja, und die Tänzerinnen und Tänzer bei den Seefestspielen Mörbisch gehen ebenfalls an ihre körperlichen Grenzen. Anstrengend sind die Aufführungen auch fürs Material. Die Schuhe werden in kürzester Zeit abgenutzt. Eine wichtige Rolle kommt dabei Sonja Blasch aus St. Margareten zu. Sie kümmert sich nach jeder Vorstellung der Gräfin Maritza um das Schuhservice. Eben noch die flotte Sohle auf der Bühne, nach einem durchtanzten Wochenende zum Service in der Werkstatt in St. Margareten. Durchgetanzt. Ballettschuhe haben ein anstrengendes Leben, denn die vorige Gräfin Maritza hinterlässt Spuren. Absätze gehen ab, Sohlen werden locker, auch zu glatt teilweise und dann gefährlich auf dem Bühnenboden, vor allem wenn es nass wird, wenn es regnet. Treppen rauf, runter, tanzen ist halt immer, sie reiben sich ab, die Sohlen, und dann wird es gefährlich und somit müssen wir die immer wieder reparieren lassen. Komm mit, ach, fahre still, so lange. An die 300 Paar werden bei so einer Aufführung nämlich gebraucht. Und nach einigen Einsätzen sind die Schuhe sozusagen ausgetanzt. In der Werkstatt wird dann gehämmert, geklebt und geschliffen, was das Zeug hält. Und das im Eiltempo. Denn die Tanzschuhe müssen wieder fit sein für die Bühne. Und das innerhalb dreier Tage. Pro Woche gehen ca. 25 Paare durch die Hände der Schusterin. Ja, es kommen Halbschuhe, Stiefeln, Sandalen, Tanzschuhe. Und ja, je nachdem, wie sie halt strapaziert werden, sind sie kaputt. Wenn die im Regen tanzen, hören die nicht so schnell auf. Da sind sie halt noch mehr strapaziert, dass oft das Innenleben kaputt ist. Und da kommt dann schon ein bisschen Arbeit auf mich zu. Stiefelsohlen oder Tanzschuhstöckel. Ganz egal, was den handgefertigten Ballettschuhen fehlt, in der Schusterei wird es repariert. Für jede noch so kleine Verletzung gibt es das passende Pflaster. Die Lehre zur Schusterin hat Sonja Blasch übrigens mit 15 Jahren gemacht. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie erst jetzt, nach vielen Überlegungen und anderen beruflichen Stationen, verwirklicht. Das ist ein gutes Gefühl, weil man weiß, die Tänzer und die Künstler sind gut versorgt. Und ja, es macht einfach Spaß. Die Liebe zum Leder und zum Handwerk ist Sonja Blasch richtig anzumerken. Und genau mit derselben Leidenschaft, mit der sie Schuhe repariert, werden dieselben dann einige Tage später über die Bühne der Gräfin Maritza tanzen.